Also nochmal herzlichen Dank. Das finde ich ganz toll, dass wir miteinander reden können. Ich habe im Vorfeld recherchiert und war völlig entsetzt. Man findet überhaupt keine Informationen über Sie. Keinen angeberischen Lebenslauf, wie manche Kollegen machen. Nur ein paar Basisinformationen. Man findet noch nicht mal raus, wo Sie geboren sind. Ja, nicht so weit entfernt von Ihrem Bildschirmhintergrund hören gebürtiger Münsteraner und habe, ich glaube, 24 Jahre meines Lebens dort gelebt. Hey, Zur Zeit des Münsteraner. Studiums. Ja. Weil, wo kommen Sie denn weg von, aus welchem Viertel? aus dem Kreuzviertel, also relativ zentrumsnah und natürlich lernt man aber die ganze Stadt kennen. Toll, das ist ein schönes Viertel. Ganz toll. Und dann haben Sie in Münster studiert? Genau, da hatte ich noch nicht die Fantasie, mal was anderes versuchen zu wollen und bin auch geblieben und es hat Spaß gemacht. Haben Sie noch die alten Pappnasen wie Erichsen und Kupisch und solche Leute gehört? So lange ist mein Studium nicht her. Also meine BGB-Vorlesung war bei Herrn Schulze, dann ging es im Schuldrecht weiter bei Herrn Schüren. Strafrecht habe ich insbesondere bei Herrn Denker studiert, was ein Erlebnis war. Und im Örecht ganz viele verschiedene. Herrn Piroth, sehr in Erinnerung geblieben sind mir die tollen Vorlesungen und humorvollen Vorlesungen von Herrn Oebeke. Da sind wir, glaube ich, sogar auch spät abends zum Kommunalrecht um 20 Uhr sehr gerne hingetigert. Cool. Dann kennen Sie hier Münster wie eine Westentasche. Genau. Ja. Und dann haben Sie parallel VWL und Jura studiert? Ja, genau. Ich habe also wollte irgendwas ein bisschen nebenher machen. Viele haben ja diese Fremdsprachenausbildung gemacht. Ich dachte, ich gehe sowieso noch mal ins Ausland und dann hat mir jemand geraten dazu, vielleicht ein bisschen was ökonomisch nebenher zu machen und dann habe ich das Grundstudium in VWL, das habe ich auch an der Uni Münster gemacht, wo man nicht alleine ist. Man startet dort, ich glaube, mit 800 anderen Studierenden Ja, und von Hörsaal zu Hörsaal übertragen. Das ist ja, ein besonderes Erlebnis. das stimmt auf jeden Fall. Und dann sind Sie weitergezogen nach, das habe ich in Ihrem spärlichen Lebenslauf gefunden, nach Nach München bin München. ich dann gegangen, was ja, da musste ich mal eine andere Luft schnuppern. Und dann habe ich an der Uni München dort meine Doktorarbeit begonnen und bin zum Referendariat dort hängen geblieben. Und ja, das war dann sowas wie die nächste zweite Heimat für mich. VWL haben Sie weitergemacht an der in Hagen. Ganz genau. Also das ging dann nur noch so. Wobei tatsächlich ich das meiste gelernt habe im Grundstudium in Münster, muss ich schon sagen. Schön, auch das ist gut. Ja. Klingt gut. Und dann waren Sie irgendwann mal in den USA. Genau, das war dann, nachdem die Pflicht vorbei war, also auch das zweite Examen, da habe ich mir eine Pause gegönnt, ein bisschen Urlaub in Kalifornien gegönnt und das noch ein bisschen mit einem Master versüßt. Wobei, ja, Kalifornien ist ja ein schöner Platz, nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zum Leben. Und ich glaube, es war genug von beiden Elementen drin. Das kann ich jedem nur empfehlen. Wir waren in Stanford, ne? Genau. Ein Ja. wunderschöner Campus inmitten von Palmen und irgendwie Meeresfeeling. Das war ganz großartig. Sie schildern das so, als wenn Stanford Erholungsorte sei. Auch. Ja. Ja, gerade wenn man zwei deutsche Staatsexamina in den Knochen hat und jetzt mal ein bisschen mehr Freiheit und Kreativität sucht, das kann ja auch durchaus was sein, was einem dann beruflich oder bildungsmäßig etwas bringt. Aber es sind natürlich ungewohntere Bahnen, die man im Silicon Valley da betritt. Und das hat mich schon auch dieses unternehmerische Denken, was dort vorherrscht, das wird ja auch manchmal mit nachvollziehbaren Gründen kritisch gesehen, aber das hat mich schon auch irgendwie geprägt, diese etwas andere Einstellung und eher das Suchen nach Neuem, nach Innovationen. Fand ich sehr spannend damals. Haben Sie in Stanford noch Lawrence Lessig getroffen? Am Rande, aber ich glaube, ich habe also keine Großvorlesung bei ihm besucht. Ah ja. Wir haben gute Kollegen da. Ja, das war einfach auch sehr inspirierend dort. Dann haben die gerade noch eine neue Law School gebaut. Also die lassen sich es dort schon auch gut Ja, gehen. das stimmt. Und jetzt sind Sie Privatdozent, suchen wahrscheinlich noch irgendwie händeringend nach einer Stelle, kleiner Werbeblock, bloß den Mann nehmen.
losnehmen. Vielen Dank. Ich bewerbe mich auf Professuren, wie das alle Privatdozenten tun, und ja, freue mich, wenn es mal klappt. Ja, Sie haben auch eine tolle Vene, also kann man nicht anders sagen. Sehr breit angelegt, sehr vernünftig, einschließlich Recht der Digitalisierung. Ja, das kam in den letzten Jahren irgendwie so dazu. Ich kam gar nicht umhin, da mich mit zu beschäftigen, weil das irgendwie, finde ich, auch im Leben einfach eine große Rolle spielt. Und dann bin ich da irgendwie so dabei geblieben. Und es ist natürlich schon an vielen Stellen noch ein bisschen ungewöhnlich. Viele denken vielleicht auch noch, dass sie das außen vor lassen können. Aber ich glaube, wir kommen nicht mehr dran vorbei. Wem erzähle ich das? Ja. Insofern würde ich gerne das Thema auch noch eine ganze Zeit lang festhalten. Ja, machen Sie. Sie sind ja mein ganz großes Vorbild. Also was Sie auf YouTube geleistet haben, das verdient eigentlich ein Bundesverdienstkreuz. Sie haben ja jetzt ehrlich geschafft, Sie haben es, glaube ich, geschafft, das ganze BGB in YouTube-Folgen perfekt drüber zu bringen. Vielen Dank, es ehrt mich sehr, wenn Sie das sagen. Gleichzeitig bewundere ich auch diejenigen, die das Ganze schon vor 10, 20, 30 Jahren antizipiert haben, diese Bewegung. Sowohl im Bereich des Prozessrechts und des Anwaltsrechts, aber auch im Bereich des BGB und der angrenzenden Rechtsgebiete. Und ich habe Ihnen ja gesagt, ich war bei Ihnen auch in der Medienrechtsvorlesung leider damals nicht so besonders treu, weil ich damals im Studium noch nicht erkannte, was es war. Also alle Achtung auch von meiner Seite aus. Womit haben Sie eigentlich angefangen bei den YouTube-Videos? Was war die erste Vorlesung, die Sie gemacht haben? Das ist eine gute Frage. Das war mehr zufällig internationales Privatrecht. Das liegt eigentlich nicht im Kernbereich dessen, was auch meine Venia ausmacht, sondern ich hatte damals in Mannheim vertreten und dort war die Fakultät irgendwie offen für solche Sachen und ein Freund gab mir den Tipp, da draußen sind viele, die darauf warten. Das war natürlich weit vor Corona. Und dann dachte ich, mein Gott, ja, schneide es mal mit und schaust, was passiert. Wenn ich mich recht erinnere, war das noch die Zeit, wo ich jetzt auch nicht ein Bewegtbild von meinem Kopf jetzt noch dazugestellt habe, was ja nochmal zusätzlichen Mut erfordert, sondern es ist dann eher so, dass es eben die Tonspur gibt und Folien dazu. Ich mache das heute ein bisschen anders. Damals war vor allen Dingen der Mut, der erforderlich war, dass man natürlich weiß, das ist keine 100% Vorlesung, keine Vorlesung, also vielleicht, weiß ich nicht, ein paar alte Silberrücken, ja. Aber ich würde mir nicht anmaßen wollen zu glauben, dass es eine 100% Vorlesung ist, sondern jeder Mensch macht Fehler oder es gibt Dinge, die man vielleicht versäumt abzubilden oder die man nicht ganz glücklich darstellt in der Sekunde, wo man das vorträgt. Den Mut, dazu musste ich mich selbst einmal etwas aufraffen am Anfang, aber dann dachte ich auch irgendwie, Mensch, ja, so ist das halt. So ist es auch in der echten Vorlesung und das wissen die Studierenden auch und dann wird das schon okay sein. Und das Feedback, was ich seitdem bekommen habe, das ist auch so. Manchmal gibt es Studierende, die unter den YouTube-Videos das eine oder andere ergänzen. Oder sagen, hey, war das wirklich die herrschende Meinung, so wie du das dargestellt hast? Und da bin ich dann offen, dann schaue ich auch nach, ob ich da irgendwie was Falsches gesagt habe oder ob ich das vielleicht ein bisschen schief dargestellt habe und dann wird es für die nächste Auflage mit berücksichtigt. Ich glaube, insoweit ja auch nicht ganz groß unterschiedlich von dem, was in der klassischen nur Präsenzvorlesung stattfindet. Wie muss ich mir Ihren Arbeitsplatz vorstellen? Hat sich auch gewandelt in der Zeit. Also inzwischen es ist keine besonders teure Ausstattung, die ich da irgendwie vor mir habe. Ich ächze mit einem ein paar Jahre alten MacBook, das nicht so die rechten Kapazität hatte, wie ich eigentlich dachte. Aber es geht noch. Ansonsten, keine Ahnung, man baut sich da für 50 Euro so ein Licht auf. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht auch gerade vor sich haben. Ja. Eine Kamera für 150 Euro, ein Mikrofon für 50 Euro und das war es eigentlich schon. Also Ausstattung ist überschaubar und dann geht's los. Hey. Und genau, ja, natürlich braucht man irgendwie Software, aber die gibt es auch als Freeware, um das Ganze zu mixen. Wenn ich jetzt, also inzwischen mache ich ja die Vorlesungen so, ich weiß nicht, ob das in 10 Jahren noch so sein wird, aber dass ich ein bisschen Bewegtbild von mir als Sprecher zeige, aber andererseits auch Folien mit reinspiele, manchmal auch was zeichne oder auf Webseiten zugehe. Aber das ist nichts, was irgendwie 100.000 Euro kostet heutzutage. Es ist wirklich frei am Markt verfügbar. Danke an alle da draußen, die das so zur Verfügung stellen und das nutze ich natürlich auch. Schneiden Sie selbst?
Ich kann schneiden, tue es aber nicht, sondern das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu aufwendig. Wenn man einmal damit anfängt, dann wird man wahrscheinlich, dann schaut man sich alles nochmal irgendwie super kritisch an und dreht jeden Stein nochmal um und lieber, was mir ab und an passiert, ist, dass ich in 30 Minuten aufgesprochen habe und dann sage ich, heute ist kein guter Tag, ja, mache ich es irgendwie nochmal. Das passiert schon, aber schneiden mache ich eigentlich überhaupt nicht. Und jetzt will ich das Rätsel gelöst haben. Wie haben Sie es geschafft, alle Bereiche des Zivilrechts wirklich zu behandeln? Das kann eigentlich kein Mensch. Ich überlege, was das erste war, glaube ich, dass ich bei einer Vertretung in Freiburg hatte ich so überschaubare Gruppen, ja, Grundkurse, Überblickskurse zum Familien- und Erbrecht gemacht. Und dann dachte ich, okay, das ist schon mal der Beginn. Aber noch wichtiger ist natürlich für die Studierenden da draußen sind die ersten drei Bücher des BGB. Und dann hatte ich familienbedingt, also kinderbedingt, ein Freisemester. Mhm. Und da habe ich dann natürlich ja, viel Zeit für die Familie gebraucht, aber ich habe auch ein bisschen Zeit noch übrig gehabt und dann habe ich gedacht, okay, fängst du doch mal an, machst du mal BGB-AT. Mhm. Das war noch vor Corona, vielleicht jetzt vor 1,5 Jahren oder wo man noch nicht wusste davon. Und damit habe ich mal angefangen mit dem Plan im Hintergrund, es könnte ja sein, dass ich danach mit den Schuldrechtsvorlesungen und Sachenrecht anschließe. Und das fand dann so Anklang und ging so gut, dass ich mir dachte, okay, machst du das weiter? Und jetzt ist Sachenrecht seit kurzem so gut wie fertig. Und auch da, ja, jetzt mache ich die zweite Runde, ja. Ich gehe jetzt in nächster Zeit, fange ich an mit dem Familienrecht, die zweite Auflage, weil ich auch natürlich nicht mit allem zufrieden bin, wie ich das vor 3 Jahren aufgezeichnet habe. Aber ist für mich natürlich auch bequem, jetzt, wo auch immer ich an der Uni mal hinkomme, dass ich sagen kann, also das BGB habe ich schon mal im Kasten und ist dann für mich weniger überfallartige Arbeit, die ich vor einem Semester erledigen muss, wenn ich das eine oder andere dann lese. Wo ist, was sind die Top of the Pops, Ihre beliebtesten Videos? Das ist eine gute Frage. Wenn man etwas auf YouTube einstellt, haben Sie vielleicht selbst gesehen, da gibt es also Analyse-Tools. Ich nutze die eigentlich sehr selten. Deswegen kann ich das aus dem Stand nicht sagen. Es ist natürlich so, dass die Videos, die schon länger online stehen, die haben natürlich sehr viele Leute auch schon gesammelt, die sich das angeschaut haben. Jetzt ganz aktuell, Sachenrecht läuft tatsächlich irgendwie gut. Ist natürlich auch in Corona-Zeiten ein großer Bedarf da. Vor vielen Jahren, noch bevor ich selbst was online gestellt habe, habe ich mal mit meinem früheren Kollegen Dominik Herzog einfach so ein Interview, hat er sogar online gestellt. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich das meistgeklickte Video mit auch von seinen Interviews, weil natürlich die Personal Life Stories sind auch interessant. Und, also liegen Sie ganz gut mit dieser Reihe, die Sie da angefangen haben. Ja, ich versuche auch Buntes zu machen. Wie sind denn die Resonanzen der Studierenden? Resonanz, also ich bin jetzt nicht derjenige, der darum bittet, dass irgendwie ganz möglichst viele Abos kommen oder Daumen hoch gehen. Das sagt mir ja auch nicht so viel wie ein ausführliches Feedback. Ich bitte eigentlich gerade am Anfang und am Ende einer Vorlesung immer darum, dass man mir sagt, was könnte auch didaktisch irgendwie noch anders laufen, welche Ideen gibt es noch. Und es gibt natürlich viele, ganz viele, wo ich sehe, die haben sich das angeschaut oder an Zahlen sehe ich das, wie viele sich das angeschaut haben. Und im Vergleich dazu ist natürlich die Anzahl der Rückläufer, die sich tatsächlich auch melden, sehr, sehr gering. Es gibt eigentlich nie negatives Feedback, was natürlich auch damit zu tun hat, dass die Leute wissen, das ist etwas, das macht jemand da on top und den will man wahrscheinlich auch nicht irgendwie runter machen. Da behält man es lieber für sich. Häufig gibt es auch Anregungen, was ich noch ergänzen kann. Manchmal gibt es den Wunsch nach anderen Rechtsgebieten, zum Beispiel Gesellschaftsrecht immer wieder, wo ich dann sagen muss, das ist jetzt nichts, was ich euch anbieten kann. Lieber mache ich meinen Stiefel und dann regelmäßig neu, als noch irgendwo oder mir das Arbeitsrecht jetzt irgendwie reinzuprügeln. Aber ja, so entwickelt man sich fort. Ich habe den Eindruck, der Bedarf war schon vor Corona da, ist jetzt mit Corona stärker geworden. Und der Wunsch ist sehr stark da, dass es nach Corona bleibt. Und zwar auch mit Blick auf so ein
so einen Inklusionsgedanken. Da gibt es ganz viele da draußen, die Sie und ich in unseren, als wir Studierende waren, nie gesehen haben in der Vorlesung. Und wir vielleicht dachten, die sind gar nicht da, weil die schon in jungen Jahren eine Familie gegründet haben, weil die irgendeine Behinderung haben und nicht so einfach zur Uni kommen können, weil sie aus finanziellen Gründen einen Zeitjob ausüben müssen und deswegen irgendwie gezwungen sind, sich am späten Abend diese Sachen reinzuziehen. Und die sind wahnsinnig dankbar dafür. Und ja, das ist, glaube ich, auch eine Frage von Teilhabe. Nicht nur die, die mit den Steppjacken, die irgendwie auch dann um 11 Uhr wieder ins Café wechseln, mit den Vorlesungen zu bespielen, sondern tatsächlich auch sich um möglichst viele zu kümmern. Wie war denn die Resonanz der Kollegen? Von Kollegen höre ich dazu eigentlich relativ wenig, muss ich sagen, weil sie natürlich jetzt auch nicht die Zielgruppe sind. Also sie studieren halt nicht nochmal Jura. Ob das jetzt auch, wenn ich mich an Unis bewerbe, ob das jetzt positiv oder kritisch gesehen wird, das weiß ich nicht. Davon erhält man, erhalte ich irgendwie keinen Einblick. Deswegen, ich sehe natürlich in Corona-Zeiten, dass viele selbst sich auch bemühen und ich habe alles Verständnis dafür, wenn jemand sagt, ich bin eigentlich nicht zum Fernsehmoderator ausgebildet, ich möchte nicht mein Gesicht in die Kamera halten, Vorlesung ist für mich etwas anderes. Ich kenne natürlich auch den FAZ-Artikel Ihres Kollegen Herrn Östmann, den ich sehr schätze, der sagt, Uni soll anders sein, soll sehr, sehr diskursiv sein und vieles daran finde ich natürlich auch sehr richtig. Zugleich meine ich, dass in dieser Zeit eben dieses Medium auch noch mal eine eigene Berechtigung hat. Das möchte das Klassische nicht verdrängen. Es möchte einfach, wenn Not am Mann oder an der Frau ist, möchte es eine Parallele bieten und ja, auch für andere Fälle, wo jemand nicht zur Uni kommen kann, da ist es vielleicht hilfreich und ja, insofern wäre interessant, ich weiß nicht, was Sie darüber hören, aber wäre tatsächlich interessant, mal zu hören, was so in der Breite der Professorinnen und Professorenschaft darüber gedacht wird. Es wird im Münster kritisch beäugt und mal, wie sagte ein Kollege, wir sind keine Fernuni. Und deshalb ist das in Corona-Zeiten okay, aber darüber hinaus überflüssig. Ja. Haben Sie eigentlich Resonanzen von den Repetitoren gehört? Das ist eine wahnsinnig kluge und auch mich umtreibende Frage. Was machen die eigentlich? Jeder, der was online stellt, müsste ja eigentlich deren Konkurrenz sein und dann kostenlose Konkurrenz ist natürlich vielleicht auch irgendwie unschön. Ich sehe aus dem Augenwinkel, ich beschäftige mich nicht viel mit Repetitoren, auch wenn ich gestehe, damals selbst beim Repetitor gewesen zu sein und das auch, war für mich auch eine gute Zeit, keine Frage. Die müssen natürlich auch jetzt irgendwie damit klarkommen. Ich sehe, dass die Gehversuche machen im Online-Bereich, aber die müssen natürlich das Ganze irgendwie auch zum Umsatz führen. Ich bin dankbar, dass ich davon befreit bin und weiß nicht, was. Ich meine, die Uni-Reps sind sowieso auch stark geworden in den letzten 10, 20 Jahren. Das heißt, da gibt es von die kostenlose Konkurrenz, die gibt es vielleicht dann doch auch schon länger für die Repetitoren. Ich glaube, die werden schon damit klarkommen, denn da geht es ja manchmal tatsächlich auch um eine Kleingruppenbetreuung, um die sehr konkrete Ansprache von Menschen im Raum, dass die gefragt werden, was ich natürlich, weiß ich ja auch, über YouTube nur begrenzt leisten kann. Es gibt die Livestream-Veranstaltungen, aber dann ist man auf das angewiesen, was eingetippt wird und nicht jeder traut sich. Also ich glaube, es wird auch in der Zukunft ein Nebeneinander geben. Okay. Und wie sehen Sie das Verhältnis von Zoom und YouTube? Machen Sie auch mit Zoom Live-Veranstaltungen oder sind Sie nur Mr. YouTube? Das kommt immer darauf an, wenn ich an einer Uni angedockt bin, ich habe tatsächlich immer wieder Familiensemester genommen in letzter Zeit, wenn ich an einer Uni angedockt war und auch sein werde, dann ist es natürlich immer auch erwünscht, dass es interaktive Veranstaltungen gibt. Das mache ich auch gerne. Ich habe auch hybride Veranstaltungen gemacht und da ist natürlich entweder es läuft über Moodle oder das läuft über Zoom. Das schließt jetzt nicht aus. Es ist einfach ein anderes Format. Das kann interaktiver sein. Ich bin nicht derjenige, der dann versucht, die Studierenden zu zwingen, ihre Kamera anzumachen. Das ist nervig, ne? Diese schwarzen Kacheln hasse ich. Ja, ich weiß. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich habe auch bei Zoom gibt es für mich immer neue Lerneffekte. Also ich hatte zum Beispiel mal einen Kleingruppenkurs, einen Kommunikationsschlüsselqualifikationskurs, da waren dann vielleicht 30, 40 Studierende drin und
ja, dann habe ich nur diejenigen einbezogen, die ich auch gesehen habe, und die anderen eher so offene Fragen gestellt. Und nachher hieß es, ja, du hättest uns durchaus auch ansprechen können. Also das ist was nicht mein Schwerpunkt ist. Und wenn ich was losgelöst von der Uni mache, dann bin ich auch vorerst mal nur auf YouTube unterwegs. Aber es ist auch für mich keine leichte Sache, da wirklich einen guten Kurs abzuliefern. Das ist ja auch nicht. Was mich sehr interessiert, wie sehen Sie eigentlich das von Ihnen schon angesprochene Thema Hybrid? Was kommt jetzt in Zeiten von Post-Corona? Hybrid kann man ja, also würde ich erst einmal so verstehen, dass es Live-Hybrid ist. Ich hätte da, wenn man mich fragt, Post-Corona, machst du das? Du stehst vor dem Hörsaal und wir haben ein System im Hörsaal und dann kannst du die Leute auch hybrid zuschauen lassen. Das würde ich immer sofort machen. Ich kann verstehen, wenn jemand aus verschiedenen Gründen darüber demgegenüber Bedenken hat, aber gerade bei den großen Vorlesungen fände ich eigentlich was eine moderne Uni zumindest mal erproben sollte. Hybrid kann natürlich auch asynchron sein in der Weise, dass man versucht, die digitalen Elemente mit den klassischen Elementen zu verzahnen. Auch das habe ich schon vor Corona versucht. Es gibt ja dieses Modell des Inverted, wie heißt das nochmal? Learning. In dieser didaktischen Theorie jetzt nicht so ganz fit, aber das ist Inverted Classroom heißt es. Dass ich erstmal ein Video online stelle und dann haben sich es alle idealerweise angeschaut, sitzen in dem Classroom und dann vertiefe ich im interaktiven Gespräch. Dann habe ich gewissermaßen die Paradevorlesung, die Herr Öst in meinem Kopf hat, die habe ich dann in der Vorlesung und die Vorbildung, die erziele ich mit einem Online-Video. Das habe ich mal ausprobiert. Das hat so halb gut geklappt und zwar deswegen, weil sich so ein Drittel der Leute das Video vorher angeschaut hat und der Rest dachte, ja, ich krieg's ja noch in Präsenz. Nein. Also dann habe ich es am Ende die Vorlesung ein zweites Mal mehr oder minder gleich gehalten und es hatte natürlich für diejenigen, die sich das vorher angeschaut haben, hatte das schon auch einen Wiederholungseffekt, aber das hat mir gezeigt, diese Formate sind sehr anspruchsvoll und es hängt sehr davon ab, wie man die Leute auch einstellt, wie man sie brieft, wozu die Leute bereit sind, wie weit sie mitgehen wollen. Da ist auch für mich noch vieles offen da im Experimentierfeld, aber ich freue mich drauf, auch zu schauen, was ist da das optimale Format für die oder die Vorlesung. Es gibt ja wahrscheinlich noch wilde Diskussionen darüber, wie wir das anrechnen können. Auf Lehrdeputate, auf unsere Verpflichtungen, Lehre zu geben. Wie sehen Sie das? Wie kann man Online-Veranstaltungen anrechnen auf die 8-9 Stunden, die wir machen müssen? Es sollte keine Flucht geben, meine ich, aus dem echten Hörsaal. Also es ist ja kein Geheimnis, dass es auch viele Professorinnen und Professoren gibt, die ganz woanders leben als die Uni, bei der sie arbeiten. Und das ist individuell sehr berechtigt. Zugleich möchte man sicherlich nicht, dass die Leute irgendwo, ich übertreibe jetzt irgendwie aus Flensburg, die Freiburger Vorlesungen machen und in Freiburg gar nicht mehr auftauchen. Das ist jetzt ein gegriffenes Beispiel, das entbehrt, denke ich mal, jedem Bezug zur geschätzten Freiburger Fakultät. Ja, ja. Wenn das irgendwie nicht im Raum steht und vielleicht gelingt es, dass man sich diesem Vorwurf nicht aussetzt, dass es irgendwie zumindest in begrenztem Maße anrechenbar ist, wenn sich dann jemand ernsthaft damit Mühe gibt, fände ich auch zumindest einen Versuch wert. Es gibt ja Fakultäten, die sowieso Sonderspuren haben für Lehrprofessuren, zum Beispiel in Passau ist das ja der Fall, da gibt es in jedem der großen drei Rechtsgebiete gibt es einen Professor, der nochmal besonders für die Lehre zuständig ist. Und wer sowas schon eingerichtet hat, der wird vielleicht auch jemanden auf so einer Funktion mal genehmigen, da so 2 oder 4 Stunden alternativ abzuliefern. Und das fände ich toll, jedenfalls ein Versuch wert. Ja, sehe ich auch so, ganz genauso. Sehen Sie eigentlich nicht die Gefahr bei allem, dass wir anfangen, als Unis uns Konkurrenz zu machen? Das war bei früher unmöglich. Man konnte keine, weil Lehrveranstaltungen präsent waren, war klar der lokale Bezug da. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wenigstens eingeschränkt, eine Veranstaltung zu machen, die ein Freiburger Student auch sich anschaut bei YouTube. Ist das eine reale Gefahr? Oder ist das überhaupt eine Gefahr? Also ich weiß nicht, ob es eine existenzielle Gefahr ist, aber dieser Wettbewerb, der kommt stärker und der ist aus meiner Sicht ohnehin schon da. Die Studierenden schauen sich das an.
wo, also es gibt ja diese Rankings, ob man denen jetzt glauben sollte oder nicht, aber es gibt auch andere Vergleiche von großen Branchenportalen, die nebeneinander stellen, was ist das Betreuungsverhältnis, wo ist das Examensvorbereitungsprogramm besonders toll, und da haben die Leute schon auch, schauen sich um, und ich glaube schon, dass ich würde es weniger als Gefahr, sondern eher als Chance sehen. Also eine Uni, die sagt, wir stellen uns irgendwie modern auf, wenn die sich da Dozenten anlacht, die auch mindestens deutschlandweit ausstrahlen, weil jeder sie kennt, dann glaube ich schon auch, dass das ein Marketingfaktor ist, wenn man so möchte, oder ein Faktor, der Studierende dorthin bringt und der hilft, dass sich die Studierenden mit der Uni identifizieren. Und ich glaube, dieser Trend, der ist sowieso nicht mehr aufzuhalten. Die privaten Hochschulen, die nutzen das sowieso aus, die arbeiten sehr stark damit, und da müssen die Öffentlichen nachziehen, das werden sie auch. Ja, finde ich ganz genau so. Lassen Sie uns auf jeden Fall noch reden über Legal Tech. Sie forschen auch über Legal Tech. Wie sehen Sie den Einfluss jetzt von diesen neuen Instrumenten, einschließlich YouTube, auf Anwaltschaft und Justiz? Wird das nochmal die Justiz nachhaltig beeinflussen? Ist der Schub, der jetzt schon anfängt mit Legal Tech, ist das nur ein Tagesthema oder wird es ein Dauerthema werden? Ich glaube, das geht nicht mehr weg. In der Anwaltschaft gibt es auch da Wettbewerb, den gab es auch schon immer, aber aus meiner Sicht hat er sich verschärft durch Digitalisierung, durch die Möglichkeit, im Internet Mandate zu akquirieren. Und das ist ja das, wo Legal Tech erstmal beginnt. Und es geht dann weiterhin zur halbautomatischen vielleicht Bearbeitung oder Strukturierung dieser Mandate. Und das hat zu tun, nach meiner Wahrnehmung, auch mit einem Trend hin zum Massengeschäft. Also wenn ich etwas digitalisiere, dann geht das natürlich immer besonders leicht, wenn ich ganz viele Fälle der gleichen Sorte habe. Kreditwiderruf und Abgasskandal lassen grüßen. Und in diesen Geschäften ist dann jemand, der klassisch mit der Hand arbeitet, einfach kann nicht mehr bestehen. Und solange das erlaubt ist, dass ich das mache als große Rechtsdurchsetzungsfirma, wie ich jetzt vielleicht mal Legal Tech paraphrasieren würde, und der Trend geht ja auch dahin, sowohl vom Gesetzgeber als auch vom BGH gerade noch zu sagen, das ist erlaubt, solange wird es auch gemacht werden, weil man damit im Zweifel höher skalieren kann und mehr Geld verdienen kann. Das kann man kritisieren, dass viele dort im Markt sind, die es nur auf Geld abgesehen haben, aber es ist mal so. Und dann müssen wir damit, glaube ich, irgendwie umgehen, und das geht auch nicht mehr weg. Und die Justiz kommt dann im zweiten Schritt rein, aber auch da sehen wir jetzt im Moment im Prozessrecht wirklich substanzielle Bewegungen, die allein eine Reaktion sind auf diesen Trend hin zum Massengeschäft. Also Abgasskandal, Stichwort, Einrichtung eines neuen BGH-Senats, Vorlageverfahren von den Amts- oder Landgerichten hin zum BGH, einfach nur damit die stöhnende Justiz nicht irgendwann völlig überfordert ist. Das wird weiter so bleiben, bin ich mir sicher. Es wird eher noch mehr der Trend dorthin gehen. Wenn wir mal anfangen, Datenschutzrechte durchzusetzen im Akkord, dann geht das nochmal irgendwie deutlich weiter. Und die Europäische Union möchte das, gerade mit ihrem neuen kollektiven Rechtsschutz, zielt sie darauf ab. Insofern, ich glaube, jetzt ist noch der Zeitpunkt, wo wir versuchen können, das in Bahnen zu lenken. Aber wegsehen und hoffen, dass es irgendwie in 5 Jahren sich dieser Trend erledigt hat, ich glaube, das führt uns nicht weiter. Aber wie sollten die Fakultäten darauf reagieren? Machen wir jetzt Informatikkurse, Programmierkurse im Unterricht? Das glaube ich nicht. Es gibt ja an vielen Unis, unter anderem auch in Münster, Studierendeninitiativen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und ich glaube, die haben auch schon für sich herausgefunden, wir können natürlich immer mal so kleine Coding-Kurse anbieten. Aber vor allen Dingen geht es uns darum, generell für die Folgen dieser Entwicklungen für das Recht zu sensibilisieren. Und diese Initiativen, die bringen jetzt sehr viele Stimmen von außen rein. Und vielleicht wäre deren Wunsch, den ich teile, dass mehr von diesen Themen tatsächlich auch in der Forschung ankommen, damit wir nicht immer nur reagieren, sondern damit wir auch tatsächlich mal mit vorzeichnen können. Ich habe es gerade gesehen, gestern kam eine Einladung rum zur nächsten Zivilprozessrechtslehrertagung in Köln im nächsten Jahr, und ich habe mit Freude gesehen, dass es dort ein zusätzliches Thema gibt, Digitalisierung der Ziviljustiz. Das ist, glaube ich, die richtige Richtung. Ich meine,
man könnte die ganze Tagung unter dieses Thema stellen, ja. Ja, also da wäre noch viel mehr möglich, aber irgendwie so in diese Richtung, ich glaube, das würde ich mir wünschen, dass die Fakultäten da sehr offen sind und sich damit auch irgendwie die Zukunft nicht als Gefahr begreifen, sondern die Zukunft als Chance sehen. Und sind Sie da bei dem Thema auch vernetzt mit ausländischen Kollegen? Punktuell. Das gehört, glaube ich, dazu, dass man so ein bisschen auch immer Rechtsvergleich macht und sich anschaut, gerade auch im Zivilprozessrecht, wie machen das andere Länder? Was sind deren Schwierigkeiten? Wo sind die vielleicht schon weiter als wir? Und das ist, finde ich, ein fruchtbares Voneinanderlernen und deswegen sicherlich eine gute Sache. Ja, wir arbeiten viel zusammen mit Amsterdam. Die sind viel weiter im Bereich Legal Tech. Ja, ich meine, also meine Wahrnehmung ist, dass die Niederlande insgesamt ein sehr technologieoffenes Land sind. Dänemark und Kanada werden jetzt konkret im Bereich des Zivilprozesses auch immer genannt als leuchtende Beispiele. Da muss man ja nicht alles eins zu eins kopieren, aber hinschauen und da mal vielleicht die eine oder andere Anleihe nehmen, das kann, glaube ich, nicht schaden. Mich würde jetzt noch, wir sind halb am Ende, mich würde interessieren, wo sehen Sie sich selbst persönlich in 5 Jahren? Mir macht einerseits in der Forschung machen diese Themen, über die wir gesprochen haben, so viel Freude. Andererseits auch diese Formen der Lehre mit hoffentlich bald wieder Präsenz, aber auch dieser digitalen Spur, dass ich hoffe, dass ich weiterhin in der Wissenschaft unterwegs bin. Und ich hoffe, dass ich auch selbst nicht stehen bleibe, sondern mich weiterentwickle, ein offenes Ohr habe für all diejenigen, die vielleicht auch Sorge haben vor dem, was da passiert. Und gleichzeitig, dass es mir hoffentlich gelingt, auch neue Ideen in die Debatte einzubringen, die Lehre auch weiter fortzuentwickeln, auch nicht bei der häufig Einbahnstraße YouTube stehen zu bleiben, sondern da auch mitzuhelfen, diskursive Formate zu entwickeln. Das fände ich spannend. Und ich glaube, wenn man das aus der Warte betrachtet, dann muss man eigentlich dabei bleiben. Und dann kann man eigentlich nur gespannt sein, wie das Ganze in 5 oder 10 Jahren ausschaut. Ich will bei Ihnen noch rauskitzeln, was wäre Ihre Lieblingsuniversität, wo Sie anfangen wollen als Professor? Wenn Sie es auswählen könnten, die deutsche Hochschullandschaft, wo wären Sie am liebsten? Wenn ich Ihnen diese Frage jetzt klar beantworten würde, könnte ich mich wahrscheinlich nur noch bei dieser Universität. Insofern, gehe ich mal zurück auf etwas allgemeinere Aussagen. Ich würde generell, glaube ich, die kleineren Unis nicht unterschätzen. Also auch in den Nicht-Trendstädten, natürlich kann man, also das kann ich jetzt aus meiner Alma Mater sagen, ja, oder vielleicht ist die Uni Münster auch ein bisschen meine Alma Mater, ja, aber dann bin ich übernommen worden von der LMU. Natürlich kriegt man da alles, weil natürlich die Fakultät groß ist und so weiter und die Stadt 100.000 Sachen zu bieten hat. Aber kleinere Unistädte, die vielleicht so ein bisschen entlegener liegen, die haben, glaube ich, auch sehr, sehr viel zu bieten. Das kann ich ja von meinem eigenen Studium in Münster auch sagen. Und vielleicht nochmal, ich höre häufig Studierende, die sich das überlegen, Ostdeutschland, sollen wir das machen? Was wird mich da erwarten und so weiter? Ich habe tatsächlich, klingt jetzt etwas pathetisch, aber ich habe in Ostdeutschland blühende Landschaften gesehen. Also wenn man sich diese Städte wie Halle und Leipzig anschaut, aber auch Potsdam, das sind echt also architektonische Kleinode und es sind teilweise kleine, feine Fakultäten, das würde ich zumindest in die Erwägung mit einbeziehen. Dann gibt es immer noch die Frage, privat oder staatlich. Ich glaube, ich selbst würde jedenfalls auch da das Staatliche nicht irgendwie, es gibt manche, die überlegen, es muss eine private sein, weil die Privaten auch teilweise damit werben, so bei uns gibt es VB-Garantie oder sowas. Das mag so sein, aber auch die staatlichen Unis, die haben sehr, sehr viel zu bieten und die haben vielleicht dann auch von der Diversität der Studierendenschaft manchmal doch auch ein Plus gegenüber den Privaten. Will nicht sagen, dass die Privaten nicht Großes geleistet haben, gerade die Bucerius Law School, als die eingerichtet wurde, als ich mein Studium begonnen habe, da habe ich mir gedacht, muss das denn sein? Aber wenn ich mir jetzt anschaue, was haben die auch an Weg vorgezeichnet, den andere nachahmen können, würde ich sagen, auch das hat seine Berechtigung. Also mit einem offenen Mindset rangehen, sich das anschauen, was ist geeignet für mich.
Ich habe das damals wenig getan, weil ich in Münster gewohnt habe und bin mit der Uni Münster überhaupt nicht schlecht gefahren. Ja. Andere wohnen anderswo und ich glaube, der Blick über den eigenen Tellerrand und eine sehr bewusste Wahl kann an der Stelle überhaupt nicht schaden. Ja, also in Ihrer Position müssen Sie erstmal den Verstand ganz weit aufmachen und für jeden Anreiz dankbar sein und sofort aufnehmen. Alles klar. Vielleicht mal eine Schlussfrage. Die kommt immer bei solchen Gesprächen. Was würden Sie jungen Menschen, die jetzt gerade anfangen, Jura zu studieren, was würden Sie denen anraten im Bereich Digitalisierung? Was sollen die machen? Die sollen aus meiner Sicht versuchen, gedanklich das, was sie in der Vorlesung lernen, mit ihrem eigenen echten Leben zu verknüpfen. Das echte Leben der 18, 20, 22-Jährigen ist ja voll digital, digitaler als ihres und meines zusammen wahrscheinlich. Und ist es, glaube ich, nützlich, wenn der Brückenschlag gelingt. Wenn man sich tatsächlich mal fragt, wie ist das, wenn ich eine Software mir irgendwo runterlade? Was ist das? Ist das ein Kaufvertrag oder was ist das? Und so weiter und so fort. Ich glaube, das macht das alte Jura, das alte BGB von vor 120 Jahren, macht das viel lebendiger. Da sieht man natürlich auch manche Vorschriften kommen neu hinzu. Und zugleich behält man damit so einen gewissen Nerv für diese Aktualität des Rechts. Und man wird vielleicht auch manchmal überrascht sein, was die uralten Vorschriften tatsächlich auch zum modernen Sachverhalten noch zu sagen haben. Und scheint mir auch für das Examen sinnvoll zu sein, die Praxis, den Alltag immer mitzudenken. Und das, glaube ich, wäre was auf jeden Fall sich im Laufe des Studiums als nützlich erweisen wird. Noch eine ketzerische letzte Frage. Gibt es so ein Lieblingsbuch, wirklich so ein Buch mit Papier und Druckerschwärze, das Sie jungen Juristen empfehlen würden? Also den Referendaren empfehle ich immer die Klausurentipps für das Assessorexamen von Andreas Wimmer. Das ist aber schon ein sehr zweites examensbezogenes Buch. Das ist weniger so allgemeinbildend. Vielleicht würde ich allgemein empfehlen, ich bin auf diese Frage nicht vorbereitet, würde ich allgemein empfehlen, durchaus nicht nur Lehrbücher sich zu Gemüte zu führen, sondern auch mal etwas breitere Bildung, vielleicht auch gerade aus dem amerikanischen Raum. Da gibt es viele gut lesbare, auch rechtsphilosophische Bücher. Auch da habe ich, ich meine, das sei Herr Östmann im Ohr, dass man gerade in den ersten Semestern die Grundlagenfächer bitte nicht vernachlässigen soll. Das Rechtssoziologie, Rechtsphilosophie, das sind ganz wichtige Dinge, auch Rechtsgeschichte, wo man manchmal so ein bisschen darüber schmunzelt, weil man denkt, ja, ist nicht examensrelevant, abhaken. Aber da gibt es manche lesenswerte Einführungen und das wird sich später, glaube ich, auch sehr, sehr auszahlen. Vielleicht im Examen steht es nicht in der ersten Reihe, aber das ist Bildung in dem Sinne, wie wir auch wollen, dass die Universität das vermittelt. Okay, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Bild.